Das Drama derzeit in unserer Schule, in unseren Schulen und unserem Bildungssystem und auch das Absurde ist aber, dass eine Gehorsamshaltung weiter verstärkt wird, statt ihr bewusst entgegenzuwirken. Und es geht sogar gerade noch mal einen Tick nach in die falsche Richtung, wie ich denke. Trotz buntem, freundlich, demokratisch erscheinendem äußeren Erscheinungsbild wirkt in unseren Schulen noch immer ein tief verwurzeltes Obrigkeitsdenken. Die Lehrpersonen verweisen auf die Anforderungen von oben, die sie erfüllen müssen, weswegen sie ihren Beruf nicht so ausüben können, wie sie es eigentlich wollen. What the fuck? Das heißt nämlich übersetzt nicht, die innere Integrität ist der Maßstab ihres Handelns. Und das Gefühl ist nämlich, lieber die äußeren Anforderungen erfüllen und eine korrekte Pädagogin oder ein korrekter Pädagoge sein, weil das gibt dann wenigstens ein bisschen Selbstwert, als das ganze Ding in Frage zu stellen und wirklich zu gesunden. Ja, und das waren jetzt die Lehrpersonen. Wir haben noch zwei andere Gruppen an Schulen, nämlich die SchülerInnen und die Eltern. Die SchülerInnen richten ihr gesamtes Handeln nach den Noten aus. Was muss ich tun, um eine 1 zu bekommen? Und die Eltern unterwerfen sich diesem Anpassungssystem trotz massiver persönlicher Zweifel aus einer diffusen Angst heraus, ihr Kind könnte ansonsten in dieser Welt nicht bestehen. Als hätten genau diese Kinder mit der Gestaltung der Welt nichts zu tun und wären bereits also jetzt schon untertan einer Welt, wie sie jetzt ist. Also damit, denke ich, verbauen wir uns die einzige Chance, die wir auf eine andere Welt hätten. Denn diese Kinder werden die zukünftige Gesellschaft gestalten. Also alle handeln auf der Grundlage von internalisiertem Gehorsam und unterstützen auf diese Weise ein Bildungssystem, das eigentlich in meiner Wahrnehmung niemand mehr will und das vor allem nicht zukunftsfähig ist. Und zusammengefasst, fremdbestimmter Anpassungszwang, wie er in Schulen herrscht, blockiert das Ausbilden der eigenen Integrität und des eigenen Selbstwerts. Und wer selbst kein Gefühl für die eigene Integrität besitzt, wer selbst nicht frei ist, kann in anderen keinen Selbstwert erzeugen. Ein Mensch, der selbst nur folgt und wartet, dass er irgendwie gelobt wird, er sie es, erwartet, dass auch die anderen folgen. Denn etwas anderes kennt er sie es nicht. Menschen dagegen, die dem gesunden Impuls folgen, ihre Integrität zu verteidigen und darum zu kämpfen, werden in der Schule als Störung oder gar als Bedrohung wahrgenommen. Kinder, die sich widersetzen, werden durch die Instrumente des Gehorsams, das sind Belohnung, Bestrafung, Beschämung, Manipulation, in die Anpassungsspur gebracht. Auf Kosten ihrer eigenen Integrität, auf Kosten von gelebter Vielfalt, auf Kosten von Gleichwürdigkeit und demokratischen Werten. So läuft das Bildungssystem mit seinen bunten, fröhlichen Gruppentischen, gut gemeinten Demokratieplakaten an der Wand und dem leeren Versprechen von Vielfalt in Wahrheit als große Untertanenproduktionsmaschine immer weiter. Das ist eine Katastrophe. Was müssen wir tun? Unsere wichtigsten Aufgaben sind es, erstens anzuerkennen, dass die weiße männliche akademische Perspektive, also eigentlich nur unsere Eltern, gar nichts Schlimmes, unsere Väter, noch immer unser Denken und unsere Sichtweise bestimmen und dass wir sozialisiert mit dieser Perspektive nicht frei sind von Gehorsam und Anpassungszwang, der hier drin ist und unbewusst ist. Zweitens, wir müssten trainieren, diese Perspektive weiträumig zu verlassen und stattdessen die Integrität aller in den Blick nehmen und stärken. Und wir müssen diese Perspektive weiträumig verlassen. Und drittens, wir könnten Strategien entwickeln, wie wir emanzipatorische Prozesse konkret initiieren können. Und dies gelingt erstens über Beziehung. Zweitens über Beziehung. Drittens über Beziehung. Und dafür brauchen wir viertens klar ausformulierte Konzepte, durch die Erfahrungsräume geschaffen werden, in denen Integrität und Gleichwürdigkeit als persönlicher Gewinn erfahren werden können. Und fünftens brauchen wir eine transparente Vermittlung von Führungskompetenz. Das bedeutet Selbstführung und verantwortungsvolle Führung anderer.